Und damit ein herzliches Hallöchen! Willkommen zu einer neuen Folge Days Gone. Ja, nachdem wir in der letzten Folge schon... Hey, alles klar? Du klingst nicht wie du selbst. Es ist nichts. Dieser Drifter hat nur schneller gezogen als ich und zum Glück hatte sie ja keine Munition mehr. Du hast sie gehen lassen, stimmt's? Okay. Fuck. Ja, ich ließ sie gehen. Eines Tages, Deek, wird dein Ehrenkodex dich umbringen. Ja. Gut möglich. Naja. Am Ende sterben wir alle. Spielt's eine Rolle wie? Deacon Ende. Auf jeden Fall waren wir in der letzten Folge schon hier oben. Hier gab's nichts, um dann zu entdecken, dass wir am Ende der Quest da hoch müssen. Aber naja, so ist es halt. Dann schauen wir mal, ob wir da oben irgendwas sehen. Ach, Scheiße, war das anstrengend. Oh okay. Ja. Sieh dir das Illyrium Mountain Versteck genauer an. Du hattest recht. Auf dem Berg ist jemand. Ich sehe Rauch von einem Lagerfeuer. Oh, verdammte Scheiße. Ich wusste es doch. Wo sind sie? Ich werde hinfahren und... Oh, verdammt, Boozer. Du musst deinen Arm schonen, damit wir endlich hier wegkommen. Ich kümmere mich drum. Ach, Mist. Es ist nur... Ich drehe hier allmählich durch, Deek. Versuch, wach zu bleiben, falls sie zu dir wollen. Gegen Ende. So. Fast geschafft. Oh, komm schon. Los, mach weiter. Und wie gesagt, da die letzte Folge schon ein wenig her ist, muss ich mich leider da wieder reinfuchsen. Aber ich habe jetzt beschlossen, dass ich nicht mehr so viele Let's Plays durcheinander spiele. Es hat einfach keinen Sinn, weil es zeitlich einfach nicht passt. So, klang wie Motorgeräusche. 2000 EP. Okay. Er ist mein Bruder. Ziel, ich muss Boozer am Leben halten. Yes. Okay. Rauch auf dem Berg. Mach das Camp aus, finde ich. Neuer Fertigkeitspunkt. Fertigkeiten auswählen. Okay, gucken wir mal. Aktive Story. So, was haben wir denn hier? Nahkampf, Fernkampf, Überleben. Gehen wir mal auf Nahkampf. So ungeschickt wie ich bin, können wir das bestimmt gebrauchen. Erlege kleinere Gegner, nachdem du dich aus dem Kampf befreien konntest. Das ist langweilig. Feldreparaturen. Verbessert die sofortige Erholung und Wirkungsdauer eines Ausdauercocktails. Ach man. Komm, dann kaufen wir einfach das. Töte deinen Angreifer, indem du Dreieck drückst, wenn du dich aus einem Kampf befreien konntest. So. Ein Backstein, können wir den Sprit. Den Sprit können wir bestimmt gebrauchen. Die Frage ist, wo ist unser Bike? Hier ist auf jeden Fall ein X. Ach da. Wir sind so weit weggeparkt. Ist schon so lange her hier. Oh, hier sind auch Klicker. Ist irgendwie alles voll. Verdammte Hacke. Alter, was ist für eine Scheiße hier? St. John und Copeland's Camp.
Es ist erledigt. Der Funkturm ist abgeriegelt und die Verbindung ist wieder hergestellt. Verstanden. Schon, aber Radio Free Oregon ist das Einzige, was uns davon abhält, zu Wilden zu werden. Nein, Cobb. Das Einzige, was uns davon abhält, zu Wilden zu werden, sind etwa 9 Mahlzeiten. 3 Tage ohne Essen und du wirst schon sehen, was aus guten Patrioten wird. Tja, ich hoffe wirklich, dass du da falsch liegst. Copeland Ende. Radio Free Oregon. Scheiße, was hab ich denn getan? Also ich bin wirklich der... Oh, das gibt's doch nicht. Oh. Ich bin wirklich der ungeschickteste Motorradfahrer in der Geschichte von Days Gone. So, jetzt müssen wir den ganzen Driss noch ins Mache. St. John und Copeland's Camp. Es ist erledigt. Der Funkturm ist abgeriegelt und die Verbindung ist wieder hergestellt. Verstanden. Du findest es vielleicht dämlich, St. John, aber Radio Free Oregon ist das Einzige, was uns davon abhält, zu Wilden zu werden. Nein, Cobb. Das Einzige, was uns davon abhält, zu Wilden zu werden, sind etwa 9 Mahlzeiten. 3 Tage ohne Essen und du wirst schon sehen, was aus guten Patrioten wird. Können wir auf die Armbrust wechseln? Ich hoffe wirklich, dass du da falsch liegst. Copeland Ende. Radio Free Oregon. Oh, scheiße, was habe ich da getan? Versuchen es einfach mal damit. Ich finde das auch irgendwie. Hast du dein Funkgerät an? Ich habe ein paar Sachen für dich gebaut, falls du rumkommen willst. Usman, danke, Bruder. Ich komm rum. Oh, Alter, ich bin wirklich... So wird nicht zu gebrauchen hier. Sollte meine Videos vielleicht selber nochmal gucken, weil ich meine mich zu erinnern, dass irgendwie gesagt wurde, wie man hier sliden kann. Ja, großartig, ja. Radio Free Oregon ist wieder auf Sendung. Oh Gott, was habe ich nur getan? Usman, bist du wach? Ich fahre jetzt zum Camp, das du im Norden gesehen hast. Ich weiß aber auch nicht mehr genau, wie ich überbremse. Ah, ich weiß. Nein, nein, nochmal das schon mal. Das werde ich dann schon sehen. Dicken Ende. So. Aus dem Weg mit dir! Usman, du hattest recht. Sie haben sich bei den Bahngleisen eingenistet. Jeden einzelnen von den Scheißkerlen um. Ja, das war auch der Plan. Dicken Ende. Ja. Wollen wir nur mal sehen. Ob das hier so cool läuft. Bleib doch stehen, Junge. Ach, Kacke. Das lief hier überhaupt nicht gut. Mal wieder. Das blöde Motorrad nicht halten wollte. Jetzt auf jeden Fall... Oh Gott.
Oh Gott, ey. Wir haben ihn! Lappen im Inventar voll, ja. Scheiße, ich hab so viele Lappen hier getötet, ey. Auf jeden Fall mal durchfilzen. So, okay. Okay, mal gucken, ob wir jetzt weiter nach vorne kommen. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn wir die alle so nach und nach rauslocken könnten. Was habe ich da eigentlich für eine coole Waffe? Voller Hackebeil. Problem ist natürlich, dass das so viele sind. Muss ich wahrscheinlich doch mit der Plem ran. Mann, das sind auch noch welche. In dem Camp sind auf jeden Fall 9 Leute. 4 haben wir schon mal platt. Das ist schon mal generell nicht schlecht. Komm schon, endlich. So, was für eine Waffe geben wir? Pumpgun ist eigentlich doch nicht so schlecht. Frage ist natürlich, wie kommen wir verdammt nochmal dahin, ohne dass wir ihn sehen? Ja, schön, dass ihr mich seht. Und da unten läuft einer. Können wir uns da bestimmt außen rum holen. Also ein bisschen Büsche ist auch nicht so schlecht. Schießen hier wie wild rum. Was zum Teufel? Die bewegen sich aber auch nicht wirklich weg von ihren Positionen. Das ist ein bisschen blöd. 5 von 9. Mal gucken, er kommt näher. Den holen wir uns. Sehr schön. Klauen wir den Lappen, Inventar ist wieder voll. So, wir brauchen auf jeden Fall den nächsten. Da unten läuft nur einer und einer läuft immer rechts. Haben die schon wieder entdeckt? Nee. Schießen nicht auf mich.
Ja, das heißt, jetzt haben wir noch einen. Drei Schuss, null Schuss. Okay, einer läuft hier auf jeden Fall noch rum. Den müssen wir uns noch holen. Wo ist er nur? Da. Und dann müssen wir natürlich gucken, dass wir auch mal unser Bike reparieren. Weil wir ja zu blöd sind zum Autofahren. Ja, das war der letzte. Ja, verpisst euch vom O'Leary Mountain. Rauch auf dem Berg abgeschlossen, 58%. Koblenz Camp 2000 Vertrauen plus, das ist doch schon mal ganz toll. Er ist mein Bruder. Mhm. So, jetzt gucken wir mal, was ist hier los? Mhm. Usa, es ist erledigt. Diese Herumtreiber, die bringen am O'Leary Mountain niemanden mehr um. Hey, danke, Dick. Jetzt ruh dich aus, Boosman, ruh dich aus. Wir fahren nach Norden, sobald dein Arm verheilt ist. Verstanden? Ja, ja, verstanden. Usa, Ende. Es gibt Punkte. Wolfsfleisch, okay. Wir gehen auf jeden Fall nochmal in das Camp, bevor wir abhauen. Geht's los? Ja, ich fahre hoch zum Friedhof und mal gucken, ob ich Leons Vorrat finde. Ach du Scheiße! Sorry. Wie nochmal? Wie doof kann ich denn sein, ey? Steht gerade, was liegt denn da auf dem Boden? So eine Scheiße. Ja. Kann man die aufheben? Aha. Dick, hörst du mich? Hast du gesagt, du fährst nach Norden? Boosman, nein. Du weißt doch, ich hau nicht ohne dich ab. Ja, ja, ich weiß, ich bin nicht ganz auf der Höhe. Was ja bei deinen Verletzungen kein Wunder ist. Ja, dann kümmere dich um Alvarez, okay? Dick, das wäre mir echt wichtig. Scheint ja aber sonst nichts zu geben. Jetzt ruh dich aus. Deke, ein Ende. Ha, Deke, oh verdammt. Ich hab satt, dass Drifter in mein Camp kommen und meine Leute einfach so umbringen. Was ist los, Cop? Ein Mann kam her, voll auf Droge, ballerte rum und verschwand dann wieder. Manny sagt, sein Bike hatte einen roten Tank und er trug eine Art Motocross-Helm in Silber. Okay, wenn ich jetzt losfahre, dann kriege ich ihn vielleicht noch. Ich will ihn leben, Deek. Lebend? Lebend. Schnapp dir den Kerl und funk mich an. Wir holen ihn dann und hängen den Scheißkerl auf. Lebend. Schnapp dir den Kerl und funk mich an. Wir holen ihn dann und hängen den Scheißkerl auf. Wird Zeit, diesen Drifter-Arschlöchern zu zeigen, dass hier im Camp Recht und Ordnung herrschen. Ich meine nicht dich damit. Schon gut, ich finde ihn. Jo. Frage ist natürlich, wo muss ich hin? Haben wir hier eine Karte? Oh. Was mache ich denn hier? Karte ist R1. So, wo sind wir? Das hier, das Koblenz Camp. Voll auf Droge, da ist der Junge. Da oben gibt es auch noch was. Jagd auf Leon. Suche auf dem Pionierfriedhof nach Leons Drogenversteck. Diese Aufgabe haben wir also auch noch. Das ist das Ende der Welt. Horse Lake Nero Kontrollpunkt. Ich gucke mir gerade mal durch. Wie gesagt, es ist ein bisschen länger her. Little Beer. Koblenz Camp, Hinweistafel. Nero Forschungsanlage. Wo war denn unser Ding hier? Benzin. Crazy Willys. So, ist die Frage, fahren wir am besten da hoch? Vielleicht. Ist ja ganz durchblickig hier noch nicht, auf jeden Fall. Zum Holzfällerlager runterzufahren. Die Nester ausräuchern. Es werden hier immer mehr Freaks.
Boozer? Nein, nein, du gehst dabei drauf. Warte, bis du wieder gesund bist. Ich bin sowieso da und ich mach das mit den Nestern schon, okay? Wir sind auf jeden Fall falsch. Okay. Danke, Dick. Nein, Dick. Warte bis abends. Es sind weniger Freaks in den Nestern. Oder erledige sie bei Tageslicht. Dann sind es zwar mehr, aber sie sind nicht so stark. Repariere dein Bike mit Schrott, geh zu deinem Bike und halte Kreis gedrückt, okay? Scheiße, perfektes Timing! Na, also. Verdammte Kacke, ja. Geh zu deinem Bike und halte Kreis gedrückt. Mach ich doch. Dann bückt er sich aber nur. So ein bisschen die gelben Linien, wo ich lang muss. Irgendwelche Nester hier, oder was ist das für ein Zeichen? Ich bin mir nicht sicher. Da bin ich in dem Lager von oben. Das war's für dich! Sind wir denn zum Henker? Da unten. Es ist auf jeden Fall eine Katastrophe, wie ich hier durch die Gegend turne. Das Lager von eben, oder? Sieht irgendwie anders aus. Tja, okay. Was sagt denn unser Tank?
Ja, können wir denn jetzt irgendwas hier markieren vielleicht? Das würde es uns wesentlich einfacher machen. So, also hier gibt's Benzin. Ich würde sagen, wir fahren erstmal zu Benzin. So. Aha. Ist doch schon mal nicht schlecht. Oh nein, der Sprit ist alle. Verdammte Hacke, ey. Optionaler Dialog. Wir haben die Option, es zu überspringen. Auf jeden Fall nicht cool. Wir hätten Benzin gebraucht. Jetzt, wo die Behörden verschwunden sind, sagen wir, wir haben den Mittelsmann eliminiert. Niemand kann uns verbieten, uns zu nehmen, was uns gehört. Hier ist mal Kuppel für Radio Freeport. Glaubt. Weißt du was, Korb? Die Benzinpreise sind gerade ziemlich. Das Problem ist nur, du musst es selbst finden. Und soweit ich weiß, gibt's hier eine Menge Wichser, die sich nehmen wollen, was rechtmäßig uns gehört. Jetzt bin ich schon auf den falschen Knopf gedrückt. Ich bin aber auch ungeschickt, ey. Haltbarkeitsanzeige. Gefundene Nahkampfwaffen können leicht zerbrechen. Behalte im Kampf immer die Anzeige für die Waffenhaltbarkeit im Auge. Leuchtet ein rotes Symbol auf, bleiben dir nur noch wenige Schläge, bevor die Waffe zerbricht. Natürlich scheiße. Natürlich richtig kacke. Aber eigentlich fand ich das Ding ganz cool. Tja. Der Waffe ist das natürlich nichts, muss man schon sagen. Gucken wir mal hier rein. Vielleicht haben wir ja Glück. Mal gucken, hier ist ein Bett. Das ist gut. Bierflasche. Was ist das? Ist das nicht Sprit hier? Nee. Kerosin, was soll das sein? Nee. Feuerzeug, Benzin, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall leuchtet hier nicht besonders gut für uns, das muss man schon mal sagen. Ein Massengrab. Ich vergesse immer, wie nah Samoleri Mountain ist. Fragt mich nicht. Ja, das ist Sprit. Und ein Kantholz. Den holen wir uns. So. Sprit. Dann hoffe ich mal, dass wir unser Bike einigermaßen voll kriegen. Heilung haben wir auch nicht mehr viel. Wir haben natürlich jetzt auch nicht wirklich was geschafft hier in der Folge, aber was soll ich machen? Der Sprit. Oh, das ist schon wieder so ein Ding. Kann man den auch so töten? Yes. Oh, die Kacke. Oh.
hartnäckig, die Biester. Da haben wir sie, das gute Stück. Klappt aber nicht besonders gut. So, den nehmen. Und hier rein. Kreis. Sehr schön. Immerhin ist die Karre voll. Fallen lassen. So. Auf unser Bike. Und dann versuchen wir als nächstes... Ist natürlich die Frage, sind die Sachen optional? Können wir die später machen? Nebenmission? Nebenmission? Nee, was ist das? Erstmal Bruder. Zerstöre die Nester. So, das ist die Bonusaufgabe, die wir gekriegt haben. Und das hier ist die Story. Das heißt, wir sollten vielleicht doch erst die anderen Sachen machen. Ich würde sagen, wir gehen dann hier hin als nächstes. So, aber das werden wir leider erst in der nächsten Folge machen. Ich sage schon mal vielen lieben Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, bye bye.